Jo Freunde und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video werde ich euch zeigen, wo ihr Hisui Zoroark finden könnt und wie ihr dann dieses zu Hisui Zoroark entwickeln könnt. Dazu begebt ihr euch hier zum Weißen Frostland und ihr müsst nach einem unterirdischen Höhleneingang suchen. Ungefähr hier, wo ich meinen Pin gesetzt habe, daran könnt ihr euch orientieren. Markiert am besten auch an dieser Stelle dann euren Pin und fliegen wir am besten mal mit Vashaqwil dort rüber. So, wir kommen dem Ganzen immer näher und ihr seht, da wo der Pin ist, seht ihr schon den Höhleneingang. Und von diesem Höhleneingang gibt es mehrere und am besten, wenn ihr runtergeht, euch schön mit Sneebos hier saven, weil sonst fügt ihr euch sehr viel Schaden zu. So, und wenn wir nun näher in die Höhle reingehen, da ist ein Arktipp, das relativ freundlich zu sein scheint. Und dort hinten, ja, bist ein bisschen im Weg, ne? Und dort hinten ist das Zoroark. Es hat sich hingelegt, oder? Oh, das könnte jetzt tatsächlich sogar unsere Chance sein, wenn wir es unten. Wir können es wahrscheinlich richtig gut überrumpeln jetzt. Perfekt. Es hat geschlafen und wir haben es mit einem Schwerball überrumpelt. Das müsste safe drin sein und perfekt. Neuer Eintrag, wir haben das Hisui Zoroark gefangen. Es war die optimale Ausgangssituation. Und nun ganz einfach, Freunde, um nun euer Zoroark zu Zoroark weiterzuentwickeln, müsst ihr es einfach nur noch auf Level 30 trainieren. Was ihr relativ schnell machen könnt, wenn ihr zum Beispiel EP-Bonbons habt. Geben wir dem Zoroark doch einfach mal ein EP-Bonbon L und das Ganze könnte tatsächlich schon reichen. Und perfekt! Level 30. Fahren wir nun fort. Zoroark ist im Level aufgestiegen. Zoroark kann sich jetzt entwickeln. Und hat eine Attacke gemeistert. Nice. Dann gehen wir einfach drauf und wählen Entwickeln aus. Nanu, Zoroark entwickelt sich. Wir lassen es zu. Glückwunsch, dein Zoroark hat sich zu einem Zoroark entwickelt. Sehr, sehr geil. Sowohl das normale als auch die Hisui-Form sind einfach nur sehr, sehr nice. Los, Zoroark! Und Leute, hier seht ihr es. By the way, gibt es in dem Spiel ein einziges Elite-Zoroark. Und zwar bewacht dieses den See der Stärke, also den See von Selphe. Und ist quasi die erste Prüfung, um Selphe überhaupt treffen zu können. Und wenn ihr diese Chance verpasst habt, so wie ich zum Beispiel, dann ist das die einzige Möglichkeit, wie ihr ein Hisui Zoroark bekommen könnt. Aber ja Leute, ich hoffe sehr, das Video hat euch gefallen. Schreibt mir gerne weitere Vorschläge in die Kommentare und liked doch gerne auch das Video. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, abonniert doch gerne meinen Kanal. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal, Freunde, und ciao.